Hey Leute, willkommen zurück zu Zero Orders Tactics. Wir starten jetzt unseren ersten Versuch und ich kann da noch mal ganz kurz zusammenfassen, wie das generell funktioniert, weil auf den ersten Blick ist das, glaube ich, schon ein bisschen ungewöhnlich oder irritierend, wie man das auch sehen möchte. So, wir starten mit Alfred und, okay, wir haben auch eine Karte, wir haben eine Hand, wir haben Skills. Gibt es ja doch ein paar Sachen. Gut, was wir im Inventar haben. Hier haben wir die Karte. Und da können wir dann aussuchen, wo wir lang wollen. Gut. Du bist ein Shop. Du bist auch ein Shop. Du bist ein Blacksmith. Akenes Shop. Das sind unterschiedliche Figuren. Da würde ich halt mal schon davon ausgehen, dass das dann auch unterschiedliche Shops sind, aber das wären irgendwie auch ein bisschen viele. Was haben wir denn hier? Escort-Mission, kurze Mission. Ich kann halt jetzt noch gar nicht zu den Gegnern sagen, weil ich die halt noch nicht kenne und deswegen. Ich glaube. Wir starten jetzt einfach mal hier in der Mitte, würde ich sagen. Und ja, ich kann das jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen, wie das grundsätzlich funktioniert. Im Grunde ist es relativ simpel. Man platziert auf einer Seite Einheiten, die dann von Runde zu Runde nach rechts laufen. Und wenn sie rechts durchgelaufen sind oder am Ende angekommen sind, kommen die wieder zurück auf die Hand, dass man sie wieder spielen kann. Und so muss man halt schauen, dass man dann Gegner erledigt. Beziehungsweise die Einheiten haben dann auch bestimmte Vorlieben, was das Gelände angeht. Und so kann man dann halt ein bisschen steuern, wo die sich dann lang bewegen, dass sie dann sich auch auf Gegner zu bewegen. Und man kann halt noch das Gelände ändern, um halt vielleicht Gegner zu blocken oder halt die eigenen Einheiten so ein bisschen umzuleiten. Das Gute ist, dass man das halt immer direkt so, schon den Zug im Voraus sieht, was da passiert. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Gut. Ihr müsst halt dahin. Wir haben jetzt. Ich überlege gerade. Ihr bewegt euch halt auch alle nicht durch den Wald, ne? Doch, ihr bewegt euch durch den Wald. Also ich könnte jetzt schon sagen, ich sehe jetzt hier halt noch überhaupt gar keine Gegner. Die müssen sich halt einfach nur dahin bewegen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt schon sinnvoll wäre, irgendwo eine Einheit zu platzieren. Bogenschützen bewegen sich auch durch den Wald. Ich nehme jetzt mal einfach hier einen Bogenschützen und setze den. Ja, ich würde den einfach mal. Ich setze den einfach mal hier oben hin. Dann haben wir zumindest eine Einheit da. Ich werde jetzt erstmal den Zug beenden. Damit hatte ich jetzt so auch nicht gerechnet, dass im ersten Zug noch keine Gegner da sind. Weil im Prinzip läuft es ja darauf hinaus, dass man auf die Gegner reagieren muss. Also die Horsemen sind hier gerade ein bisschen schwierig, es sei denn, ich würde einfach mal so ein Gelände umwandeln. Zum Beispiel hier. Dann hätten die da zumindest einen Weg dazwischen durchzulaufen. Die haben halt auch unterschiedliche Spawn-Positionen. Also den Bogenschützen könnte ich hier ordentlich ein bisschen weiter vorne platzieren. Wenn ich dich jetzt aber so weit bewege, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ich mache das jetzt trotzdem. Ich muss jetzt erstmal gucken.
wie das grundsätzlich funktioniert. So. Rogue geht halt auch sehr gerne durch den Wald. Ich könnte die jetzt austauschen. Das will ich jetzt aber noch nicht. Und Footman ist so ein bisschen... Ja, reden wir nicht weiter drüber. So, du läufst dahin, aber kannst noch nicht angreifen. Ich muss halt im Prinzip darauf achten, dass ich hier die Zivilbevölkerung beschütze. Okay, die können jetzt angegriffen werden. Das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir da, wenn ich dich da hinpacke, dann kannst du den zumindest ausschalten. Dann machen wir das doch direkt. So. Dann ist einer schon mal raus. Wenn wir jetzt das aber da machen sollen, ist halt so ein bisschen... Moment, du bewegst dich nur... Ah, das ist jetzt super doof, ne? Weil... Dann hau ich hier halt wieder einen Wald hin. Aber du kannst dann da angreifen. Ha, okay, das könnte alles ein bisschen schwieriger werden. Ich habe jetzt auch keine... Ich verstehe auch noch nicht so ganz... Also am Anfang hatte ich mehr zur Auswahl, wo ich letztendlich Leute platzieren kann. Aber jetzt kann ich irgendwie nur noch die austauschen. Also ich kann die da jetzt auch nicht beschützen, oder? Ich kann auch nur einmal pro Runde hier das Gelände ändern. Ich habe ihn jetzt, glaube ich... Nee, Moment, er kann da durchlaufen, aber er, das ist halt blödes Gelände trotzdem. Ja, okay, ja gut. Ja, dann machen wir das erstmal so. Es wäre vielleicht eine ganz gute Idee, am Anfang hier vielleicht einen Footman zu nehmen, um den dann erstmal reinzuwerfen, wenn noch gar keine Gegner da sind. Da waren es noch zwei. Er hier unten bewegt sich auch nicht weiter. Jetzt müssen wir im Prinzip mal schauen, dass wir... Wenn ich dich jetzt austausche, dann kannst du den da erledigen. Das würde ich jetzt gerne machen. Und dann haben wir hier noch... Moment, du bewegst dich jetzt... Warum bewegt er sich denn jetzt nicht weiter? Ich könnte ihn ja austauschen. Nee, ich kann ihn auch nicht austauschen. Ich muss den auf jeden Fall dann hinten platzieren. Warum geht denn das... Da geht das auch nur einmal pro Runde. Ich befürchte es fast. Ja gut, dann nehmen wir erstmal, keine Ahnung, Footman. Ich glaube, es ist dann halt doch besser, wenn man einfach so Einheiten raushaut. Schon direkt am Anfang auch noch, wenn noch keine Gegner da sind. So, du bist ganz durchgelaufen. Das heißt, du verschwindest. Wir haben dich wieder auf der Hand. Diese Bogenschützen. Die sind halt schon unangenehm. Okay, das sieht nicht nach einer erfolgreichen Mission aus. Wir brauchen jetzt noch eine Runde. Und jetzt haben die da so viele Bogenschützen, dass wir da im Prinzip nichts machen können. Du kannst da... Ich könnte jetzt sagen, hey, wenn ich jetzt das nehme und das hier hinsetze, dann wirst du jetzt nicht angegriffen. Aber wir könnten jetzt auch nochmal sagen, hey, ich kann jetzt... W
will ich nicht. Ich müsste eigentlich eher schauen, dass ich da noch wen rausnehme. Wir probieren das jetzt einfach mal so. Und ihn könnte ich jetzt austauschen. Das machen wir jetzt einfach. Beenden die Runde. Und wir haben es gerade noch so geschafft. Also mit dem Bogen gegen diese Bogenschütze wird das auf jeden Fall schon so ein bisschen tricky. Was haben wir denn hier? Das haben wir einen Pixie. Haben wir eine neue Einheit bekommen? Oder ist das irgendwie so ein Zauberspruch? Beziehungsweise... Ich würde ja sagen, wir... Wie kann ich das denn ausrüsten? Ich würde gerne... Ach so, Moment. Wir können das so machen, dann so machen. Das sind... Also es ist schon eine Einheit, aber es ist letztendlich eine Fähigkeit. Alles klar. So. Wir hätten Crossbowman. Ich glaube fast, ich würde hier den Footman rausschmeißen und ihn dann mitnehmen. So, bei Gelände bin ich mir da jetzt eigentlich noch nicht so sicher. Das Wasser könnte man halt noch ganz gut gebrauchen, um wirklich einen Weg zu blockieren. Aber hier so diese Geschichte mit Wald und Wiesen. Okay, das war Sumpfgelände, ne? Sumpf war halt auch nicht so toll. Ich würde halt eher sagen... Dass wir nochmal sowas mitnehmen. Gut, dann hätten wir das schon mal. Dann können wir jetzt schauen. Escort-Mission. Also es sind generell viele Begleitmissionen jetzt am Anfang. 25,50 gibt es da. Hier gibt es ein bisschen mehr Gold, ein bisschen weniger XP. Wird das jetzt... Dann haben wir halt schon wieder Bogenschützen. Hier unten jetzt nicht so richtig. Ich glaube, ich würde dann eventuell erstmal sagen, dass wir das hier unten noch probieren. Das finde ich halt am Anfang echt ein bisschen irritierend, weil da noch keine Gegner sind. Ob das jetzt wirklich schon sinnvoll wäre zu sagen, hey, okay, ich will jetzt hier schon Gegner platzieren. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei Einheiten, die durchkommen müssen bis zum Tower. Das heißt, aber im Prinzip kann man sich auch erstmal sagen, okay, was haben wir denn hier für Gelände und welche Einheiten sind denn am besten für dieses Gelände geeignet? Und jetzt am Anfang können wir direkt, haben wir wesentlich mehr Platz, um Einheiten zu platzieren. Ich würde jetzt einfach mal das so machen. So, du kommst da schon mal hin. Du kommst da auch schon mal hin. Dann haben wir immerhin schon mal zwei Einheiten im Spiel. Und wir können jetzt schon gucken. Dann können wir nämlich direkt schon einen ausschalten. So, so ein Bogenschütze wäre natürlich auch ganz cool. Aber muss das halt immer direkt abgleichen, was habe ich da für Gelände, was habe ich da für eine Einheit und auf welches Gelände ist die quasi gemacht. Wir könnten... Ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich den hier oben hinsetzen würde. Wir haben eine Menge Wiese, eine Menge Sumpfland, ein paar Berge, ein bisschen Wasser, aber das ist alles nicht so wild. Ich würde jetzt hier unten noch einen hinsetzen. Die würde ich mir jetzt vielleicht sogar erstmal nochmal aufheben, weil da könnten wir Einheiten austauschen. Dann belassen wir es erstmal dabei. Also es ist doch schon relativ wichtig,
auf jeden Fall am Anfang schon Einheiten zu platzieren, auch wenn man die Gegner noch nicht sieht oder noch nicht weiß, wo die letztendlich auftauchen werden. Dann funktionieren die halt auch so ein bisschen als Meat Shield. Und wir kriegen dann auch immer so ein bisschen Mana für Zaubersprüche. Ist doch erstmal ganz okay. So, wie machen wir das denn jetzt? Du bewegst dich da unten lang, du bewegst dich da lang. Du würdest ihn schon direkt angreifen. Ich glaube, dieses Gelände verändern würde ich mir für den Moment erstmal sparen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das hier verändern kann mit so einem Wasserteil, aber dann ist halt der Turm so ein bisschen auch abgeschnitten. Ist jetzt auch nicht so ideal. So, wir könnten jetzt... Ich könnte dich jetzt hier hinsetzen. Oder wir nehmen dich und setzen dich dann erstmal dahin. Dann haben wir jetzt, dann könnte ich da unten noch wen austauschen. Dann könnte ich das zum Beispiel so machen oder sagen, hey, wir machen das so. Aber er wird dann auch noch nicht angreifen. Wenn ich das jetzt nehme, dir gebe, dann würdet ihr beide den Zombie angreifen. Wir machen das erstmal so. Ja, okay, du läufst dann unten rum, was jetzt nicht so ideal ist. Die laufen halt immer direkt straight auf die rechte Seite, bis sie dann wieder am Rand angekommen sind und man sie zurück auf die Hand bekommt. Es ist halt schon sehr anders, wie das vom Spielprinzip her funktioniert. Aber ich finde es richtig cool, ist aber auch sehr gewöhnungsbedürftig. So, wir müssen jetzt mal schauen. Du willst ihn angreifen, du willst ihn angreifen. Dann sollte das erstmal für die kein Problem sein. Ich könnte jetzt sagen, hey, ich mache den Berg hier weg. Pack da zum Beispiel einen Sumpf hin. Dann würdest du... Nee, du würdest auf jeden Fall da weiterlaufen. Okay, ob das jetzt so gut war... Ich platziere dich jetzt mal da. So, dann haben wir jetzt auch 5 Einheiten platziert. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, hey, ich tausche die nochmal aus. Und ich glaube, ich würde dich sogar austauschen. So, der ist jetzt ganz rechts durchgelaufen. Den haben wir zurück auf der Hand. Ich jetzt auch. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die beiden da oben noch erledigen können. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. Wir haben da auch noch diesen Armbrustschützen. Und ist jetzt sowieso nur noch ein Zug. Aber jetzt könnten die halt auch die direkt schon wieder erledigen. Die Frage ist halt, du läufst halt oben rum, was jetzt nicht so ideal ist. Du kannst halt nichts machen. Ich könnte vielleicht sagen, hey, aber ja, das bringt halt nichts. Ich kann halt auch nur ein Feld ändern, was jetzt nicht so ideal ist. Ich habe jetzt hier noch einen Bogenschützen. Also man muss halt auch sehr stark schon damit arbeiten, dass man auf jeden Fall Einheiten hat, die ein bisschen vorrücken, dann kann man die eventuell noch austauschen gegen andere Einheiten. Also das spielt da schon sehr rein, glaube ich. So, ich könnte sagen, ich gebe dir das. Dann kannst du zwar weiter vorlaufen, aber ich kann ja aus dir jetzt noch Bogenschützen machen, aber oder dich austauschen. Das Problem ist halt, können halt schon direkt angreifen. Gut, ich kann die natürlich als Meat Shield auch benutzen, um einfach die Einheiten dann zu opfern, damit sie halt diese Zivilisten nicht angreifen. Es hat immerhin für einen gereicht. Was haben wir hier? Speed Up.
Plus 2 Speed für 2 Züge. Alles klar. Okay. Gut, 72 Gold. Wir waren jetzt noch nicht in dem Shop. 112 XP haben wir. Und die XP können wir dann auch direkt schon... Also, wir sammeln quasi unbegrenzt XP und können dann die ausgeben, wie wir lustig sind. Aber es sind dann auch Einmalaktionen. Auch wenn ich hier gerade sehe, man kriegt Gold dafür, aber... Start Deploy Units plus 1. Das heißt, man kann am Anfang auch mehr platzieren. Hand Limit plus 1. Das klingt doch erstmal ganz brauchbar. Mana Limit plus 1. Start Mana würde ich jetzt erstmal nicht nehmen, sondern hier Limits von your Units on Board plus 1. Das auf jeden Fall. Mana Limit minus 1. Hat jetzt gar nichts gekostet. Gut, dann haben wir noch 12 XP. Dann können wir jetzt noch mal ganz kurz gucken, weil wir können jetzt noch eine Einheit zusätzlich mitnehmen. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Einheiten. Ich gehe mal stark davon aus, dass man dann auch die Einheiten, noch mehr Einheiten im Shop kaufen kann. Je nach Held hat man dann eine unterschiedliche Starthand, die man noch so ein bisschen bearbeiten kann. Aber das müsste erstmal soweit passen. Plus 1 Speed für 3 Züge oder plus 2 Speed für 2 Züge. Ich würde fast sagen... Ich nehme das hier mit, weil das kann ich dann eher benutzen, um Gegner direkt anzugehen. Nudge. Kann man Einheit mit pushen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.